Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und Chris Redfield ist ja wieder am Start. Und genau, liebe Freunde, es ist jetzt tatsächlich ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ungefähr 10 Tage. Und da muss ich jetzt erstmal schauen, was wir hier machen müssen. Wir haben hier diesen Chemielagerschlüssel. Chemielager. Muss ich gerade mal auf die Karte gucken. Wir mussten, glaube ich, tatsächlich hier runter, ja. Ach, Freunde, diese militärische Trainingsanlage ist einfach so verwirrend für mich. Ich wollte, glaube ich, beim letzten Mal hier runter. Ja. Und, oh Gott, es ruckelt. Es ruckelt. Es ruckelt, oh mein Gott. Eine Kontrolltafel. Ja, runterfahren. So, geht wieder. Und, oh Gott, wo geht's jetzt weiter, ey? Ich hab das... Da Munition drauf? Nee, okay. Hab ich gerade gesehen, dass wir Pfeile im Inventar haben, ne? Okay. Alles klar. Ach, wo war das denn jetzt nochmal, Mensch? Dieser Chemie... Laborschlüssel ist... War das hier? Gucken wir mal. Wie gesagt, Freunde, ich muss erstmal wieder reinkommen. Tatsächlich. Und gucken, wo wir jetzt hin müssen. Nein, falsch. Oh Gott. Falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Ich will hier raus. Nein, ich will nicht hier rein. Nein. Hier ist doch der Wurm. Hier ist doch der Wurm. Schnell wieder raus hier. Verdammt nochmal. Scheiße, da wollte ich nicht hin. Ach Mann. Ja, es kommt davon, wenn man das Spiel länger jetzt nicht mehr spielt. Deswegen habt ein bisschen Geduld mit mir, dass wir jetzt hier, ja, nicht vorankommen. Zumindest nicht in den ersten Minuten. Ja, Freunde, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt, das Let's Play weiterhin. Und wo geht's denn jetzt hier weiter, verdammt? Da war doch irgendwo noch so... Ach Gott, es ruckelt wieder hier. Es ruckelt wieder. Warum ruckelt das wieder? Ich habe diese Trainingsanlage nicht lieb gewonnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ich glaube, das war hier... Hier unten? Wieso steht jetzt der... Ah, war das hier unten vielleicht, dass wir hier weiterkommen? Gucken wir einfach mal. Wie gesagt, Freunde, ich finde diese Trainingsanlage einfach nur verwirrend. Diese ganzen Gänge und alles. Alter! Spinnen! Einfach abhauen. Komm, Chris. Hau einfach ab. Oh Gott. Geh da rein! Shit. Muss ich hier überhaupt hin? Ich weiß es doch nicht, Freunde. Hier ist ja nur der Safe-Raum, ne? So, dann gucken wir doch jetzt mal auf die Karte. Was können wir jetzt mit diesem Chemielaborraumschlüssel machen? Also auf dem Flughafen schon mal gar nichts. Oder muss ich da vielleicht doch nach da oben? Verdammt! Gut, Freunde, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir springen mal an den Anfang. Und wir sehen uns da gleich wieder. So, voll, da bin ich wieder. Am Anfang dieser Aufnahme. ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, ganz ehrlich. Ich habe es total verkackt, muss ich sagen. Und es kann sein, dass es hier ist. Chemielabor. Was ist das denn da hinten? Oh, hier schon. Nee, nee, okay. Ist ein Aufzug. So, wartet mal. Hier draußen war doch dieses Medaillon. Ne? Da unten. Im unteren Bereich. Ja, und dass wir jetzt vielleicht hier hinten rein können? Ist es das? Ne, da können wir schon rein. Ach, Leute, wo geht's hier weiter? Verdammt nochmal. War das nicht... War das nicht hier? Wartet mal.
Chemielaborschlüssel? Ah, ne. Das ist, das hier ist der das. Wo kann ich diesen scheiß Schlüssel gebrauchen hier? Chemielager. Schlüssel aus Metall. Auf dem Schild steht Chemielager. Ja, aber wo ist denn dieses Chemielager jetzt? Scheiße, Freunde. Ich weiß es nicht. Oh, ich bin so auf dem Holzweg gerade. Gib mir die Karte. Ich bin total auf dem Holzweg gerade. Irgendwie. Ich bin total auf dem Holzweg, Freunde. Ich muss mir vielleicht gleich nochmal angucken, was ich da in der letzten Folge gemacht habe. Weil sonst bin ich mir echt nicht mehr sicher, du. Bin ja schon 6 Minuten hier am Rumirren. Ich glaube, das ist vom Spiel so gewollt, ne? Dass man hier auch mal ein bisschen hin und her läuft und so. Im ersten Stock. Wir haben hier 3 Stockwerke. Geh mal nach ganz unten. Erstmal nach ganz unten. Und dann müssen wir mal gucken, ob das hier richtig ist. Im Keller, Freunde. Im Keller. Ich hoffe. Hier können wir auch nicht wirklich was machen, oder? Doch, hier können wir runter. Was hängt denn da? Hier waren wir doch noch gar nicht. Ah, jede Menge Zeug. Okay, das heißt, das war hier ein... Okay, schaut mal. Da hängt eine Schrotflinte. Und ich kann mir vorstellen, dass dann was passiert, weil die hängt an 2 Haken. Oh, Schrotflinte. Die haben wir endlich, die Schrotflinte. Oh, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Ja, das war klar, dass da irgendwas passiert, ne? Da fährt sich also die Leiter hoch. Okay, wir haben Fortschritt, Freunde. Oh, das ist gut, ey. Ich habe jetzt schon Schiss gekriegt, dass ich es gar nicht mehr blicke. Okay. Munition. Da hinten Farbbänder. Und wir haben die Shotgun. Wie geil, Freunde. Wir haben eine Schrotflinte. Endlich. Und Napalmgranaten. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. So, wir haben diese Leiter hochgefahren. Wo sind wir hier überhaupt? 2F. Ah, ein komplett neues Stockwerk. Alles klar, komplett neues Stockwerk. Okay, ich glaube, hier wollte ich auch beim letzten Mal hin tatsächlich, ja. Das war da in den Keller weitermachen. Was ist das hier? Oh Gott. Oh Gott, was ist das für ein Teil? Oh Gott, da sind wieder irgendwelche Biester drinnen, ne? Okay. Wir hatten ja beim letzten Mal, glaube ich, auch Wesker gesehen, ne? Und war der nicht hier unter... Ach du Kacke. War der nicht hier unterwegs? War das nicht so? Guck mal. Kann man hier nichts machen irgendwie? Da oben drauf, da liegt was. Schaut mal. Auf diesem Container, da liegt was oben drauf. Und der ist komplett weg. Eine große Kapsel, wofür sie wohl benutzt wurde. Ja, Chris, das frage ich mich auch. Eine Bedienungspult für die Kapsel. Der Schalter betätigen. Ah, okay. So kommen wir an die Mutti dran. Oder was das ist. Was ist das? Gib mir das. Sturmgewehrkugeln. Ah, für unsere Kalaschnikow, die wir noch im Inventar haben. Ja, cool. Okay, sonst ist hier gar nichts. War hier nicht Wesker? Irgendwo am Rumfleuchen. Und der hat irgendwelche Kameras aktiviert? Keine Ahnung. Was ist das? Hä? Jetzt sind wir hier. Oh,
sind wir hier in dem Bereich. Aha, kommt man da nicht hin? Ne, da kommt man gar nicht hin, okay. Jetzt sind... Ah, okay. Hier ist nichts Besonderes. Eine Schalltafel, sie ist fest und kann nicht benutzt werden. Oder waren wir hier noch gar nicht? Irgendwas blitzt hier. Hier waren wir doch schon. Waren wir hier nicht? Guck mal, da blitzt was. Chris, da blitzt was. Der Schalter ist defekt. Aber da liegt ein Item. Ah, was ist das denn jetzt? Eine Türklinke? Och, nö. Genau das habe ich mir doch gedacht, ey. Wesker, Mann. Was machst du für Sachen mit uns hier? Oh nein, was kommt jetzt wieder auf uns zu hier? Na klasse! Darf ich vorstellen? Hunter! Hunter! Ja, tatsächlich! Die aus dem ersten Teil! Und hier... Oh, die muss man ja... so abschießen! Genau! Einer ist tot! Der ist auch tot! Oh, oh Gott. Boah, Leute! Die Hunter sind zurück! Oh, sehen die eklig aus! Oh, Gott. Das sind die Hunter tatsächlich, die wir auch im ersten Teil hatten. Ja, Wesker hat die Dinge aktiviert. Netter Kerl, ne? Und jetzt haben wir auch gesehen, wo die herkommen. Nämlich, wenn irgendwelche Videokameras... ja, uns sehen. Und wir dann Alarm auslösen. Das ist irgendwie, ja, so miteinander verzwickt und verbunden. Und, doof. Freunde, echt doof. Kontrolltafel für die Drehscheibe. Hier ist ein Schlüsselloch. Das ist aber jetzt nicht dieser Schlüssel hier, oder? Nö, schade. Wir haben jetzt noch diesen Türknauf. Kommt man hier hin? Schalter ist defekt. Boah, sind die ekelhaft, ey. Blöde Hunter. Gut, dass wir die Schrotflinte gefunden haben. Ganz ehrlich. Weil sonst hätten wir da ein ganz schönes Problem gekriegt. Mit denen. Hätte man tatsächlich einen Granatenwerfer benutzen müssen, ey. Was haben wir hier? Antibakterielle Arbeitskleidung. Nicht nötig. Da ist aber doch eins offen. Chris, guck dir das offene Ding an. Willst du nicht? Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein Raum? Das ist... Ach du Kacke. Okay, das sieht sehr stark beschädigt aus. Die Viren sind vermutlich hier ausgetreten. Ja, toll. Danke. Aber hier liegt schon mal was... Nein, und wir sind voll. Haben wir keinen Safe-Raum in der Nähe oder so? Ach, oder kann ich nicht irgendwas kombinieren? Ne, sieht schlecht aus. Wir haben Farbband in der Hand, wir haben Munition mit drin. Oh, der Safe-Raum ist so weit weg. Shit. Der Safe-Raum ist voll weit weg, Freunde. Warum tut ihr mir denn sowas an? Aber Muni kann ich aufnehmen. Okay, was haben wir hier? Ah, das Chemikalienlager ist abgeschlossen. Ah, okay, sehr gut. Dieser Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Ablegen, ja. Mach das auf und nimm das, was auch immer das ist, da raus. Ich weiß nicht, was hier nützlich ist. Die Temperatur einstellen. Nö. Ich weiß ja nicht, welche Temperatur und überhaupt. Aber da liegt ein rotes Kraut und ein blaues Kraut. Was sollen wir jetzt mitnehmen? Wir sind voll. Wir sind sowas von voll, Freunde. Und wir müssen da bei dem Türknauf weitermachen, ne?
Bis wir dann wieder hier sind, das dauert auch eine Ewigkeit. Die Shotgun-Schuss, die will ich jetzt nicht unbedingt verballern, nur wegen einem Item. Aber hier kommen wir doch bestimmt eh nochmal hin. Weil wegen diesem Schrank hier, weil wir ja nicht wissen, was wir für eine Temperatur hier einstellen müssen. Von daher müsste ich mal auf die Karte gucken und mal gucken, wo jetzt hier irgendwas grün leuchtet. Da oben. Da oben. Alles klar, wie kommen wir da denn jetzt hin? Sagt mal. Okay, einfach erstmal wieder raus hier. Chemielabor. Höchst interessant. Mit stylischen Wuschtüren. Auch cool, ey. Auch wenn dieser Bereich mich verwirrt, aber der Bereich hat was. Muss ich sagen, Freunde. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Wo wir die Hunter gesehen haben. Ja, die Hunter sind zurück. Oh mein Gott, ich freue mich nicht. Ehrlich, Freunde. Die Hunter, die kann man doch echt weglassen jetzt hier. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Hier ist nämlich kein Wesker mehr. Ach, guck mal, was ich hier auch noch übersehen habe. Da liegt ein grünes Kraut. Ja, kann ich auch nicht mitnehmen. Nicht benutzen. Muss ich auch beim nächsten Mal mitnehmen. Wenn wir hierher kommen. Okay. Ich verstehe. Aber wir sind so vollgepackt, ne? Wir müssten eigentlich mal aufräumen, das Inventar aufräumen. Okay, aber wartet mal, wir haben doch hier noch... Bevor wir jetzt hier wieder zurückgehen, wartet mal. Wir haben doch hier... Genau. Aha, guck mal da. Ein unbekanntes Lebewesen ist hier ausgebrochen. Ja, danke, echt. Und warum ruckelt das jetzt hier? Weil ich im Wasser bin, oder was? Warum ruckelt es hier? Verdammt nochmal. Soll ich meinen Turbo anschmeißen? Nee, es bringt... Zombie! Da kommt ein Zombie einfach aus dem Wasser. Ja, das ist natürlich... Der muss natürlich weg. Ist doch ganz klar. Aua. So, schieß den Zombie tot. Ach, Chris, schieß doch den Zombie kaputt. So. Bam, bam. Er ist tot. Okay, wunderbar. Kommt da einmal ein Zombie rausgeschwommen. Schaut mal, hier liegen noch zwei rote Kräuter. Kletter einfach mal die Leiter hoch. Ich hoffe ja, dass hier irgendwo mal ein Speicherraum ist. Ah, guckt mal. Oh Gott. Tucki, weg. Lass mich in Ruhe. Die mache ich nicht platt, diese Spinnen. Niemals. Jetzt haben wir hier eine Abkürzung zu unserem wunderschönen Speicherraum. Ah, danke, danke. Diese Leiter dient also als Abkürzung. Wo ist meine Kalaschnikow? Die ist sogar doch voll. Ja, geil, die ist sogar doch voll, sagt mal. Ah, da haben wir munimäßig aber keine Probleme mehr, würde ich sagen. Aber heilungsmäßig, wir haben nur noch ein grünes Kraut. Die Sachen können wir zusammenmischen. Das Farbband bitte raus. 36 Farbbänder, ey. Meine Güte. So. Pfeile für Claire irgendwann mal, denke ich. Das können wir zusammenmischen. Dann kriegen wir ja noch die Kräuter. Ja, obwohl, nee. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück, ne, mit dem Türknauf. Und wir können das hier noch machen. Stimmt, Freunde, da wir jetzt in der Militäreinrichtung sind, können wir auch die blaue Karte nochmal benutzen, aber nicht jetzt. Das machen wir dann irgendwann später. Kombi damit und dann haben wir wieder vier Plätze frei. Ist das nicht toll? Gut, die Frage ist jetzt, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Über den Aufzug, okay. Über den Aufzug kommen wir hier raus. So wie wir reingekommen sind. Über den Aufzug. Ganz genau. Und einfach an den Spinnen vorbeilaufen. Einfach vorbeilaufen. Leute, seht ihr das?
Der Fahrstuhl liegt auf der oberen Etage. Was zu? Ein Fahrstuhl. Das heißt, hält auf der oberen Etage. Verdammt, das heißt, wir können hier gar nicht her. Ach nö, jetzt geh doch weg, du dummes Ding. Geh weg, du blöde Spinne. Ich mach dich. Ich bekämpfe euch nicht. Shit, Mann. Warum können wir da nicht hin? Wir haben doch den Aufzug benutzt eben. Wieso hält der jetzt auf einmal auf der oberen Etage, sagt man? Gut, dann nehmen wir halt die Kräuter mit. Was soll's? Was soll's, ja. Die können wir ja zusammen mischen gleich, ne? Na guck mal, jetzt fängt's nicht an zu laggen hier. Nee, jetzt geht's. War da hinten in der Ecke vielleicht noch was? Unbekanntes Lebewesen. Ja. Wir hatten ja beim letzten Mal ein Elektrogeräusch im Wasser gehört. Ja? Und, genau, dem müssen wir dann auf den Grund gehen. Ziemlich bald, denke ich mal. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal die Items sammeln. Da ist nämlich noch ein grünes Kraut. Das können wir gerne mitnehmen. So. Und dann das andere. Nee, das andere oben war ein rotes und ein blaues. Nee, dann lasse ich das erstmal. Kombiniere damit und Kräuter mischen und wir haben zwei Plätze frei. So, vielen Dank. Und dann gehen wir jetzt einfach wieder raus und legen die Shotgun wieder ab. Was ist das für ein Müll, ey? Dass man die Shotgun ablegen muss, was ist das denn? Also ich denke mal, also das, wenn man die wieder aufhängt hier, dass die dann... Ja, dann bringt es eigentlich auch nichts, Shotgun-Muni mitzunehmen, ne? Ja, dass man die tatsächlich wieder aufhängen muss, um die Leiter runterzufahren. Was ist denn das? Ah ja, okay, aber wir hatten ja... Hier oben noch was. Oder waren wir da schon? Da waren wir schon. Ah, genau, und das... Ah, verstehe. Nee, ich glaube, da müssen wir nicht hin. Wir müssen... in Bereich 2F. Kommen wir da hin über den Aufzug? 2F, da kommen wir hin. Sehr gut. Alles klar. Dann nehmen wir bitte den Aufzug, Chris. Ach so, diesen Aufzug haben wir genommen, ne? Stimmt. Sie befinden sich im Untergeschoss. 2F bitte. Weil in 2F war dieser Türknopf bei dem brennenden Raum. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Gut, ich würde sagen... Machen wir auch eine 30-Minuten-Folge draus, weil ich am Anfang ein bisschen rumgeirrt bin hier. Och Gott, was wollt ihr denn jetzt hier? Was wollt ihr denn hier? Hab ich euch nicht schon platt gemacht? Bleibt liegen. Oh Gott, schieß schneller. Nicht nachladen! Ach du Penner. Zombie. Irgendwie. Ah, okay. Bleibt liegen! Bleib so liegen! Oh, ist der schnell. Was ist der so schnell hier? Hallo? Bleibst du mal liegen hier? Toll. Ja, super. Jetzt humpelt er wieder rum. Zwei Zombies hier wieder. Wo kommen die wieder her? Zwei F? Ja, ach, genau. Ja, ja. Hier durch wieder. Hier vorne. Kommen da auf einmal wieder zwei Zombies raus. Aber klar, wir haben ja storytechnisch was gemacht. Ne, das ist es. Und ich finde es ja auch cool, dass wir jetzt hier dieses ganze Gebiet nochmal erkunden können mit Chris. Weil wir hatten, glaube ich, hier noch ein paar Items, die wir... Nein! Ah! Guckt mal! Da ist eine Kamera! Guckt mal, da ist so eine Kamera. Ich glaube... Da sollten wir nicht reinlaufen. Weil da kommen Hunter. Ja, das war. Wesker hat die installiert. Und wo ist jetzt hier der Türknauf?
Hier durch. Okay. Oh Gott, jetzt fahren hier diese Kameras rum. Oh, bitte nicht, Leute. Ich bin noch nicht gut in so Ausweichen. Oh. Lass mich raten, hier ist jetzt auch eine. Nee, aber hier ist der Türknopf. Ha. Türklinke nutzen, ja. Türklinke wurde benutzt. So, und rein da. Gucken wir mal, was wir hier vorfinden. So. Wunderbärchen, Freunde. Wie jetzt? Och nö, einfach nur hier? Ah nee, guckt mal. Da hinten, da ist was. Ein Panzermodell. Ah! Ich verstehe, Freunde. Erinnert ihr euch an den Raum mit dem Bild? Oh, guckt mal. Da duckt er sich einfach für ein bisschen Bulli. Ja, nehme ich gerne, Chris. Erinnert ihr euch an diesen Raum mit dem Bild? Die Frage ist... Genau da, oben rechts. Da, wo auch die Schreibmaschine ist. Genau da haben wir doch so eine... So einen Nachbau von dieser Anlage. Und... Da können wir dann diesen Panzer einsetzen. Genau, weil da war ja ein quadratisches Loch. Würde ich sagen, müssen wir uns jetzt wieder an der Kamera vorbeischleichen. Oh Gott, ich kriege hier bald so ein bisschen Tenchu-Vibes hier. Und, genau. Genau. Da ist das Ding. Okay, Brute merken auf jeden Fall. Das Ding geht ab und zu mal aus. Nein! Ach, scheiße. Ich bin so dumm. Ich bin so doof, ne? Renn einfach weg. Hier müssen wir nämlich nie wieder hin, denke ich mal. Verdammt. Scheiße, direkt beim ersten Mal erwischt worden hier. Genau, wir müssen nämlich runter tatsächlich. Der Hunter, der kann da schön versauern, ist mir egal. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ohne Shotgun? Nee. Niemals ohne Shotgun. So. Dann wieder hier runter. Genau, dann müssen wir jetzt nämlich einen runter, glaube ich. Auf den ersten Stock. Ah ne, doch. 1F, genau. Und dann setzen wir das mal ein und dann mal gucken, was da passiert. Bin ich mal gespannt. Das ist sehr mysteriös. Hier ein Schlüssel-Item kriegst du und dann musst du es für was anderes benutzen. Och, jetzt ist hier auch so eine blöde Kamera. Oh Gott. Alter. Okay. Oh, Gott sei Dank, wir sind vorbeigekommen. Oh, das war gut. Puh. Mensch, Wesker. Was machst du für Sachen hier mit uns? Genau hier. Hier waren doch diese Bilder. Und hier ist doch... Guckt mal, ein Diorama. Vermutlich ein Nachbau dieser Anlage. Und ihr wisst ja, draußen steht Panzer. Und genau diesen... Dort ist eine Höhlung. Genau diesen Panzer müssen wir jetzt hier einsetzen. Mal gucken, was dann abgeht. Guckt mal da hinten. Eine Gedenktafel. Hier ist ein Satz eingraviert. Für die Fertigstellung dieser Trainingsanlage. 8. Dezember. Alfred Ashford. Okay. Okay. Da hinten sind Items. Das heißt, da kommen wir irgendwann mal hin. Es hat sich also das hier geöffnet. Das sieht interessant aus, aber okay. Gut, Freunde, würde ich einfach mal sagen, gemein wie ich bin, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal, weil die Folge tatsächlich schon wieder voll ist. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.